Ich bin auf der Spur von Exorzisten. Geistliche, die Dämonen austreiben wollen. Ich bin super nervös. Sie versprechen Heilung und zeigen sich selbstbewusst in verstörenden Videos. Das Königreich ist hier, du musst raus. Du gehst raus. Ich habe zu viele Dämonen in mir. Na, bei euch jetzt, Sebastian, wir sollten gehen. Sie hat jetzt gerade den Sicherheitsdienst gerufen. Ein Jahr Recherche. Wie ticken Exorzisten? Wer an Exorzismus denkt, hat sofort Bilder von krassen Teufelsaustreibungen im Kopf. Brutale Szenen, wie man sie zum Beispiel im Film Emily Rose sieht. Der Fall beruht zwar auf einer wahren Geschichte aus den 70ern, in der Realität machen solche Exorzismen aber selten Schlagzeilen. Und trotzdem gibt's Gläubige, die daran festhalten. Ich selber bin mit Exorzismus durch meine Wurzeln in Berührung gekommen. Ich komme nämlich ursprünglich aus dem katholischen Polen und dort gibt es mehr als 100 offiziell praktizierende Exorzisten, die von der Kirche sozusagen in Auftrag gegeben worden sind. Und ich wollte wissen, welche Rolle spielt denn Exorzismus hier in Deutschland? Der Film Emily Rose basiert auf diesem echten Fall. Hier im bayerischen Klingenberg lebte Anneliese Michel. Sie war Epileptikerin, litt an Depressionen und hatte Wahnvorstellungen. Anneliese Michel fühlte sich von Dämonen besessen. Sie starb im Sommer 1976, nachdem zuvor zwei Geistliche mit der Erlaubnis des Würzburger Bischofs den großen Exorzismus durchgeführt hatten. Zum großen Exorzismus gehören eine Bitte an Gott und der Befehl an den Teufel, die Besessene zu verlassen. Zusätzlich nutzen die Priester Weihwasser und Kruzifixe. Anneliese Michels Behandlung wurde nicht Ärzten überlassen. Die Priester exorzierten sie 67 Mal und nahmen alles auf Band auf. Ich sag nicht die Wahrheit, nie. Und wenn die mich zwingt. Wenn die mich zwingt? Nie. Dann meint er, der Teufel, der ist die Jungfrau. Also aus der Anneliese spricht der Teufel her. Aus der Anneliese spricht der Böse, ja, der Teufel. Ja, wer denn sonst? Anneliese Michel verletzt sich selbst, hört auf zu essen und stirbt am Ende an Unterernährung. Kurz nach ihrem Tod leitet die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihre Eltern und die Priester ein. Ihre Eltern, die weiterhin an eine Besessenheit glauben, lassen ihre Leiche vor dem Prozess aber noch exhumieren. Scheinbar für einen besseren Sarg. Doch dahinter steckte eine angebliche Botschaft aus dem Jenseits. Zum Beweis ihrer tatsächlichen Besessenheit, so hieß die Botschaft aus dem Jenseits, sollte Anneliese Michel unverwest in ihrem Grab liegen und, rechtzeitig zum Prozess, sogar wieder auferstehen. Das Wunder blieb aus. Anneliese Michel wurde ein zweites Mal beerdigt. Die beiden Priester und ihre Eltern wurden damals wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Gutachter sagten, in ärztlicher Behandlung hätte Anneliese wohl überlebt. Was ich so krass finde, dieser Dämonenglaube existiert offenbar weiter. Erst vor 2 Jahren hat sich der Papst selbst für Exorzisten stark gemacht. Der Unterschied ist nur, heute nennen die Katholiken das nach außen hin Befreiung. Ich will wissen, wie diese Befreiungen heute aussehen, wer sie durchführt. Ich finde heraus, dass es eine katholische Vereinigung für die Befreiung von Dämonen gibt. Sie ist nicht offiziell, agiert aber weltweit. Für den deutschsprachigen Raum soll es sogar einen Sprecher geben. Pfarrer Martin Ramosa. Ich rufe ihn an. Sie haben die Aufgabe abgegeben? Ja, an wen denn? Niemand gefunden. Okay. Sie sind kein Exorzist? Okay. Aber warum sind Sie denn dann der Vertreter gewesen der deutschen Sprachgruppe? Aber darf ich fragen, warum Sie sich vorgenommen haben, in diesem Bereich nichts zu sagen? Sie können mir keine Infos geben. Und Sie können mir auch niemanden vermitteln, der mir Infos geben kann. Ramosa rät mir noch, alle 27 deutschen Bistümer anzufragen. Mach ich. Doch alle behaupten, sie hätten keinen offiziell ernannten Exorzisten. Sie schreiben auch, dass das Thema brisant sei. In vertraulichen Gesprächen erzählen mir Priester dann aber, es gäbe natürlich noch Exorzismen. Nach einem dieser Gespräche wird mir ein Dokument zugespielt. Die katholische Vereinigung für die Befreiung trifft sich zu einer Konferenz in Polen. Anmelden dürfen sich nur Exorzisten oder Priester, die um Befreiung beten. Im Programm Gottesdienste und Vorträge, etwa über gefährliche Magie. Und Mitorganisator und Eröffner der Konferenz, Martin Ramosa.
Schlussbemerkung. Wir wollen ja an diesen Tagen keine Journalisten am Hals haben. Bitte nach außen hin zu diesen Tagen nur vom Priestertreffen sprechen. Ja, und was machen wir jetzt? Wir fahren hin. Hans und ich fliegen nach Częstochowa. Hierher pilgern jährlich bis zu 4 Millionen Gläubige, besuchen das Kloster. Aber was machen in dieser Woche die Exorzisten hier? Wir haben schon mal rausgefunden, dass hinter uns in dem Gebäude hier, da, sind sie untergebracht, die Priester. Und dann gehen sie rüber hier ins Kloster morgen früh und da beten sie dann. Und dann gehen sie wieder zurück ins Haus und machen ihre Reden. Im Kloster wird das größte Marienheiligtum Mitteleuropas enthüllt, die Schwarze Madonna. Der Messebesuch gehört auch zum offiziellen Programm der Konferenz. Der wird abends im Livestream übertragen. Den gucken wir uns an und entdecken in Reihe 1 sein bekanntes Gesicht, Martin Ramosa. In die Konferenzräume dürfen wir zwar nicht, für das Gelände haben wir aber eine Drehgenehmigung. Przepraszam. Przepraszam, czy pan mówi po polsku? No, my jesteśmy z Niemiec i my chcemy się dowiedzieć coś. Nie, ale nie można z kimś porozmawiać? Przepraszam, pani mówi po polsku? Wir wollen uns zu Ramosa durchfragen. Doch zwei Frauen, die offenbar zur Konferenz gehören, schirmen alle Priester von uns ab. Excuse me, do you speak English? Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee. Can someone talk to us? We just want to know what's happening. No comment. No comment. Okay. Why no comment? I'm just interested. I mean, I'm curious. We're like from Germany. I don't understand. I think you do. Pa gdje jeste? Mislim, tu rade probleme. Ja to razumijem. Sie sagt, dass es Probleme gibt, weil wir hier stehen und filmen und die Leute ansprechen. Okay, vielleicht gehen wir vorher, ne? Ja, wir sollten gehen. Ja, bitte. Wir sollten gehen. Sie hat jetzt gerade den Sicherheitsdienst gerufen. Dann gehen wir. Ich weiß aber nicht, wovor ich Angst habe. Ich bin super nervös. Bevor wir es weiter versuchen, wollen wir uns einen Eindruck von diesem Ort verschaffen. Jasna Góra ist eine Pilgerstätte für Katholiken aus aller Welt. Vieles hier erinnert mich an meine Kindheit. Der tiefe Glaube der Menschen ist spürbar. Dann finden wir jemanden, der mit uns reden will. Der Pressesprecher des Klosters. Er gehört nicht zu den Exorzisten und weiß auch nicht genau, was auf der Konferenz passiert. Er hat mir gerade erzählt, dass das hier ein ganz besonderer Ort ist und sich auch Exorzisten aus der ganzen Welt, aus ganz Europa hier treffen. Und das sind ca. 300 bis 400 Leute. Es sind auch Leute aus Deutschland dabei, er weiß allerdings nicht wie viele. Wir könnten aber so um 5:30 versuchen, wenn die hier rauskommen, die anzusprechen. 5:30. Wir sprechen die Priester wie vereinbart an. Przepraszam, czy pan mówi po polsku? Diesmal ganz direkt. Na, bo ojciec Sebastian nam... Ojciec Sebastian... Przepraszam panu, czy pan mówi po polsku? Nie? Doch sie scheinen sich zum Schweigen verabredet zu haben. Er hat gesagt, er spricht ein bisschen polnisch, aber er darf nichts sagen. Nie, ale my mamy pozwolenie od ojca Sebastiana Matecki, bo chcieliśmy się zapytać, czy dostaniemy. In dieser Seite, nicht in dieser Seite. Andere Seite. Bitte. Aber dlaczego nie? Bitte andere Seite. Warum nicht? Nichts. Plötzlich kommen Männer auf uns zu, verlangen, dass wir die Kamera ausschalten. Es kam gerade ein Wachmann und hat uns des Platzes verwiesen. Er hätte wohl einen Anruf bekommen. Wir wären total aufdringlich und würden die Leute nerven und sie würden nicht gefilmt werden wollen. Und dann haben wir noch versucht, irgendwie an den Pfarrer Ramosa zu kommen. Und es hat tatsächlich jemand für uns gefragt und ist reingegangen, ob der rauskommt. Aber er war zu keinem Gespräch bereit, weder mit noch ohne Kamera. Unsere Irritation wächst. Offenbar gibt es katholische Priester, die auf Dämonenaustreibung setzen. Aber ein großes Geheimnis daraus machen. Wenn es für Sie kein Geheimnis wäre, könnten Sie ja mit uns reden. Und, und irgendwie wird es dadurch ja auch noch aufregender, dass es so ein Geheimnis zu sein scheint. Ja. Vor der Abreise sammeln wir aber noch einen Beweis ein. Dafür, wie stark der Dämonenglaube hier verbreitet ist. Der Exorzist. Zurück in Deutschland möchte ich natürlich mit Pfarrer Ramosa über die Konferenz sprechen. Sie können doch nicht sagen, dass es kein Exorzistentreffen war. Da stand doch sogar außen an der Tafel, dass es ein Exorzismustreffen war. Ich habe mich
Einen Seelsorger treffen, keinen Exorzisten treffen, okay. Aber ich verstehe nicht, wenn das einfach nur ein Seelsorgertreffen ist, warum steht dann zum Beispiel auch in der Einladung, dass Sie auf gar keinen Fall mit der Presse zu tun haben wollen und die nicht am Hals haben wollen und dass man das Priestertreffen nennen soll. Also ich meine, da wird so getan, als sei das alles höchst geheim. Ja, okay, ja, gut. Dann, genau, ich muss Ihnen das ja so jetzt glauben. Ich habe ja jetzt keine zweite Quelle, aus der heraus ich das natürlich nachprüfen kann. Und Sie möchten mir ja auch nicht genau sagen, was da genau stattgefunden hat. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Also er war sehr erregt und hat geleugnet, dass es ein Exorzistentreffen war. Er wollte mir aber nicht sagen, worum es da wirklich ging in der Konferenz. Er wollte mir nicht sagen, wie viele Teilnehmer aus Deutschland da waren. Und wollte mir auch kein Interview geben und keine weiteren Fragen beantworten. Also für mich ist immer noch unklar. Ich hatte eher das Gefühl, dass er versucht zu beschwichtigen, dass ihm das super unangenehm ist. Und er war echt sauer. Nach monatelanger Recherche finde ich schließlich einen katholischen Priester, der vor die Kamera tritt. Jörg Müller ist ausgebildeter Psychotherapeut. Dass er als Pater auch von Dämonen befreit, daraus macht er kein Geheimnis. Es ist eigentlich im Kodex vorgeschrieben, dass jedes Bistum zwei Priester im Dienst der Befreiung haben sollte. Seit dem Fall Klingenberg scheut sich die deutsche Kirche, da was zu tun. Sie hat Angst vor den Medien, vor der Blamage. Geistige Wesen, dämonische Wesen, das gibt's. Und das müssen wir auch in Demut anerkennen. Und dann gehen wir ins Gebet, aber nicht so spektakulär mit Papi-Papo. Haben Sie denn jemals einen Fall erlebt, wo Sie jetzt ganz klar sagen, Sie denken, das war eine Besessenheit? Ja, das war eine Frau. Wir waren mit 10 Personen, meistens waren es Priester, anwesend. Es wurde auch gebetet, sehr heftig. Aber im Lauf dieses sehr langen Gebetes mit viel Gezerr und Geschrei kam mir dann der Gedanke, ist das jetzt eine echte Besessenheit? Kann ja sein oder nicht. Mir kamen Zweifel. Woran bemerken Sie den Unterschied, ob das tatsächlich eine psychische Störung ist oder vielleicht doch eine Besessenheit? Gut, wenn wir mal davon ausgehen, es wäre eine Besessenheit, dann müssen schon Symptome gewaltiger Art vorliegen. Zum Beispiel, die besessene Person muss eine unglaublich physische Kraft haben, die nicht normal erklärbar ist. Zweitens, er muss eine Hellsichtigkeit besitzen, die erstaunlich ist. In all den Sprachen reden können, die er nicht gelernt hat. In allen Sprachen? Ja. Aber Sie haben gerade bei der Frau gesagt, als ich Sie gefragt habe, ob Sie schon mal so einen Fall erlebt haben, wo Sie glauben, das war eine Besessenheit, gesagt, ja, ist dann aber wieder ein bisschen relativiert. Ja, ich merke Ihre Schwierigkeiten. Ja, das ist schwer in Einklang zu bringen. Sie wollen unbedingt etwas, was die meisten Deutschen wollen, einen Beweis. Ja, oder ich möchte wissen, warum Sie das auf jeden Fall glauben, obwohl Sie es nicht erlebt haben. Weil eigentlich könnte man doch sagen, Ihre Erfahrung sagt Ihnen, dass es keine Besessenheit gibt. Ich bin offen auch für den Bereich, den ich noch nicht erfahren habe. Wer jetzt sagt, es gibt es nicht, ist ziemlich töricht. Selbst Priester, die von Dämonen befreien, sind sich offenbar nicht sicher, ob es so etwas wie Besessenheit wirklich gibt. Ich habe die Deutsche Bischofskonferenz angefragt. Und die haben mir geschrieben, Exorzismus spiele in Deutschland kaum noch eine Rolle. Kaum heißt für mich aber nicht keine. Zahlen gibt's trotzdem nicht. Für mich ist jetzt klar, es gibt geheime Laufwege der katholischen Exorzisten in Deutschland. Doch außer Müller wollte mir keiner weitere Infos zu diesen Befreiungsdiensten geben. Und zugucken lassen erst recht nicht. Anders sieht es auf den ersten Blick bei den Evangelikalen, also den besonders bibeltreuen evangelischen Christen aus. Denn die stellen Videos ihrer Befreiungsdienste teilweise sogar ins Netz. Und was ich da gesehen habe, hat mich ziemlich verstört. Answer in the mighty name of Jesus Christ. I'm a demon. You're a demon. What's your name? Lucifer. Lucifer. Every single one of you, all 25 of you, in the mighty name of Jesus Christ. Out in the mighty name of Jesus Christ. Out in the mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. It's coming out. It's leaving him. In Jesu Namen raus. In Jesu Namen. Raus. Du musst raus. Raus. In Jesu Namen. Raus gehst du. Jetzt gehst du. Raus gehst du. Meine Kollegin Oda Lambrecht hat über Jahre in der evangelikalen Szene recherchiert. Welche Rolle spielen Dämonenaustreibungen dort? Hi. Okay. Tag.
Es gibt auf der einen Seite das Gute, der große Gott, und auf der anderen Seite der Teufel, seine Helfer, die Dämonen. Und von denen muss man sich natürlich lösen und befreien. Und dafür gibt es dann diese Dienste. Und das ist in diesen Pfingstgemeinden kommt das halt sehr häufig vor. Muss man sich im Detail natürlich angucken. Aber da ist dieser Schwarz-Weiß-Glaube sehr stark vertreten, dieser Dämonenglaube. Um einen Einblick in diese Welt zu bekommen, rät sie mir, wieder an einer Konferenz teilzunehmen. Diesmal eine öffentliche, auf der ich mit Glück sogar eine Massenbefreiung erleben könnte. Hier zum Beispiel Feierkonferenz. Da sieht man jetzt den Prediger Reinhard Bonke. Das ist ein extrem radikaler Kandidat dieser Szene. You will leave here soaked and saturated and burning with the presence of God. In Jesus' name. Preach the word of God. Speak it in the power of the Holy Spirit. Let's fulfill the Great Commission! Das ist in Hamburg, die Fackel weitergeben. Da fahren wir wohl hin. Ja, ganz gut aus. Bis dahin wollen wir aber noch mehr über evangelikale Befreiungsdienste rausfinden. Doch wir haben hier wieder ein ähnliches Problem wie bei den Katholiken. Nur wenige Evangelikale wollen mit nichtchristlichen Medien sprechen. Aber einen finden wir. Hallo, vielen Dank. Genau, wir würden schon mal die Begrüßung mitnehmen, wenn das okay ist. Das können Sie gerne machen. Super. Heinrich Rust war jahrelang Pastor der Braunschweiger Friedenskirche. Trotz seiner Rente ist er noch im Befreiungsdienst aktiv. Es gibt das, dass ich Menschen sehe und manchmal weiß ich, okay, hier liegt wirklich eine Gefangenheit vor. Hier müssen wir auch beten, richtig. Können Sie einmal vielleicht sogar demonstrieren, wie das tatsächlich dann ablaufen würde? Also wenn ich jetzt die Person wäre, die um Befreiung bittet? Etwa ich sage mich los von allen finsteren Mächten, die mein Leben hier belasten wollen. Also ich würde jetzt sagen, ich sage mich los von allen finsteren Mächten, die mein Leben hier belasten sollen. Ja, ja. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Und ich lade Jesus ein, dass er mein Leben bestimmt. Und das machen wir manchmal, wenn die Leute es wollen, indem wir sie berühren. Aber wir fragen jedes Mal vorher, ob es ihnen recht ist. Und wie würden Sie dann berühren? Hier einfach die Hand drauflegen? Oder? Ich mache das meist so, indem ich meinetwegen die Hand nehme und sage, Jesus Christus, ich bete, dass der gute Heilige Geist Inga erfüllt. Amen. Schlichtes Gebet. Ja. Man muss sehr genau gucken, ist es eine psychische Krankheit, ist es einfach eine Belastung oder kommen da wirklich Geister rein? Und woran erkennen Sie das? Einmal arbeiten wir, wenn es irgend geht, mit Psychiatern, Psychotherapeuten und Ärzten und zusammen. Aber heißt das, dass also quasi Sie kontaktieren dann die Ärzte oder kontaktieren die Ärzte Sie und sagen, wir kommen hier nicht weiter mit einem Patienten? Sowohl als auch. Beides gibt's. Woran machen die dann fest, dass das jetzt etwas ist, wo Sie sozusagen eingreifen müssen? Oft die Ärzte, die Sie an mich überweisen, sind meist überzeugte Christen. Die sagen, es gibt eine unsichtbare Welt. Diejenigen, die merken, ich komme mit den Tools, die ich als Therapeut oder wie auch immer habe, nicht weiter. Ich kann diesen Menschen nicht mehr helfen. Ja? Und dann muss ich doch sagen, okay, ich brauche vielleicht die Unterstützung von anderen, die kompetent sind. Diese Art der Befreiung scheint mir relativ harmlos. Trotzdem beunruhigt mich das Gespräch. Wenn Ärzte mit starkem Glauben statt auf Therapie auf Befreiung von Dämonen setzen, frage ich mich schon, ob das nicht auch ab einem gewissen Punkt gefährlich sein kann. Was war jetzt? Die Feierkonferenz in Hamburg. 4000 Gläubige in einer Halle. Ein Ticket hat im Vorverkauf 50 Euro gekostet. Kann es sein, dass so viele Menschen, viele total jung, an Dämonen glauben? Vor der Kamera sprechen viele lieber von Heilung. Du hast auch schon konkret Menschen befreit und geheilt? Ja, wir erleben das regelmäßig, also eigentlich jede Woche. Ich war auf der Arbeit und auf der Messe und wir waren bei Kentucky Fried Chicken. Dann kam der Gedanke, also der Heilige Geist hat mir den Gedanken gegeben, dass sie Rückenschmerzen hat. Und dann habe ich gefragt, hey, kann es sein, dass du Rückenschmerzen hast? Und die Dame sagte, ja, ich habe wirklich Rückenschmerzen. Und ich so, Jesus liebt dich so sehr und ich glaube, er möchte dich einfach heilen, hier und jetzt. Ist das okay, wenn wir kurz für dich beten? Und dann sagte sie, ja. Und dann haben wir ihr die Hände aufgelegt und für sie gebetet. Und danach hat sie ausprobiert, wie ihr Rücken ist. Und sie meinte, ja, es ist gut. Und ja, und Gott hat sie einfach voll berührt. Und es war so einfach so
wertvoll zu sehen, so schön einfach, wie Gott ganz praktisch seine Liebe zeigt. Ich glaube, dass ganz viele einfach, wie mein Mann auch gerade schon gesagt hat, ne, dass sie echt so diese Feuerfackel nehmen werden und weitergehen werden und ganz vielen Leuten von Jesus erzählen werden. Ich glaube einfach, dass Gott so eine Armee von Christen echt aufbaut jetzt. Unser Leben gilt als Mission, wo wir auf Leute zugehen, sie fragen, ob wir für sie beten dürfen, ihnen von Gott erzählen und wir erleben Heilung, wo Sven. Wir haben heute Morgen für einen gebetet, der hatte brutal die Nackenschmerzen und er hatte die seit 2 Tagen und es war einfach in der Sekunde weg. Was erwartest du von dieser Veranstaltung? Wow, einfach Gottes Gegenwart, die einfach zusammen zu erleben, ist echt das Größte. Es kann Manifestationen geben, dass Leute lachen, es kann passieren, dass Leute anfangen zu weinen, weil sie irgendwas aus der Vergangenheit loslassen oder Gott was in ihrer Seele erlöst, Schmerz von ihnen wegnimmt, Trauer von ihnen wegnimmt, also man kann das manchmal schon sehen, ja. Wir haben keine Akkreditierung für die Konferenz bekommen. Reinhard Bonke wollte uns kein Interview geben. Wir bleiben draußen, aber gucken den Livestream. Eine rauschhafte Massenbefreiung. There are people. Es sind Menschen. That are getting delivered right now. Die freigesetzt werden gerade jetzt. Of demonic addiction. Von dämonischen Abhängigkeiten. That has been tormenting their life. Die ihr Leben beeinflusst haben. Come Holy Spirit. Komm Heiliger Geist. Brand us and mark us with fire. Markiere uns mit Feuer. More. Come. More. Mehr. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Every devil, I curse you. Jeder Get out. Teufel, jeder Dämon muss sie verlassen. Get out! Verlassi! Get out! Verlassi! Get out! Verlassi! More! More! Yeah. I want you guys to say, more Holy Spirit! More! Bitte sagt mehr, Heiliger Geist! Lass sie los! Be free! Sei frei! Be free! Sei frei! Be free! Sei frei! Be free! Sei frei! Mehr! Mehr! Every devil, I command you out! In Jesus' name, get out! Verlass sie. Fire of God! The fire of God consume you! The fire of God brand you! Mark you with his holiness! The fire of God marks you with his holiness! Every devil loose! Out in Jesus' name! Dieser Dämonenglaube ist in evangelikalen Gemeinden tief verankert. In solch einer Gemeinde ist Lena aufgewachsen. Zu ihrem Schutz haben wir ihren Namen geändert. Als Lena ein Teenager war, sind ihr Zweifel am Dämonenglauben gekommen. Ich will wissen, was sie von der Massenbefreiung auf der Feierkonferenz hält. Ja, ja klar, natürlich. Ja, jetzt gehen, tun sie Buße. Ja. Hey, der ist doch auch ganz klein hier. Kennst du solche Situationen? Ja, das ist das, was ich erlebt habe, als ich 10 war. Das ist diese Art Beten und so. Und dann kommt der Heilige Geist und befreit dich und alle kommen nach vorne. Genau, ich muss dann auch nach vorne gehen, aber in der Gemeinde halt. Pure Dramatik. Hinten, ich kann kotzen. Ich finde es so widerlich. Es ist dann wirklich so, schnitt zu. Es schnitt mich zu, weil es einfach falsch ist. Also es ist einfach gelogen. Sie hat das Spiel als 10-Jährige mitgespielt, um sich zu schützen. Bist du denn auch selber schon mal umgefallen? Ja, genau. Also ich hab mich umfallen lassen, ja. Also ich bin umgefallen und später habe ich dann drüber nachgedacht und gemerkt, also das habe ich eben wirklich einfach gespielt und habe mich da auch so sehr reingesteigert, habe mich dann so hin und her bewegt, immer mehr und irgendwann mal dachte ich, okay, ja, jetzt lasse ich mich halt da fallen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du dich fallen lassen? Weil sonst der Druck nicht aufgehört hätte. Also die hätten mich weiter gefragt, immer wieder, warst du noch nicht vorne, hast du noch nicht den Heiligen Geist empfangen? Jedes Mal, wenn sie sich in Augen der Gemeindeleiter falsch verhielt, steckten angeblich Dämonen dahinter. Ich habe mit einem mal auch über gleichgeschlechtliche Liebe gesprochen und der meinte dann irgendwann mal, ja, ich sei jetzt schon zu sehr befallen, ich habe zu viele Dämonen in mir, ich müsste irgendwie gerettet werden, so kriegt er das jetzt nicht hin. Mit 16 stieg Lena aus der Gemeinde aus. Danach ging sie erstmal zu einem Therapeuten. Weil ich mitunter eben auch nicht drauf klargekommen bin und auch überlegt habe, so scheide ich jetzt vom Leben lieber aus oder nicht. Und ich habe mich aber dafür entschieden zu sagen, nein. Und du hast ja jetzt zum Beispiel auch lange darüber nachgedacht, ob du uns das Interview gibst oder nicht. Und warum hast du dich jetzt letztlich dafür entschieden? So wenig Menschen erzählen darüber, die da drin aufgewachsen sind, weil entweder sind die da noch drin, wie der Rest meiner Freunde, also ich habe keinen mehr mitgekriegt, der da ausgestiegen ist, oder sie trauen sich nicht.
Und hiermit sage ich quasi nein, du bist nicht alleine, weil es gibt da draußen sehr wohl noch einige Menschen, die draußen sind und die eben auch so denken vielleicht wie du oder auch so empfinden oder auch so Sachen erlebt haben. Und dementsprechend bist du nicht alleine. Also geh da raus und finde deinen Weg. Lena glaubt übrigens weiter an Gott, aber nicht mehr an Dämonen. Vor über einem Jahr wollte ich wissen, welche Rolle Exorzismus in Deutschland spielt. Von Exorzismus spricht heute aber kaum noch jemand. Stattdessen nennen es alle Befreiung. Die Befreiung meint aber genau das Gleiche. Eine Dämonenaustreibung. In der katholischen Kirche will kaum jemand darüber sprechen. Doch bei den evangelikalen Gemeinden scheint es fast schon dazuzugehören. Zumindest bei sehr vielen. Was denkt ihr über Exorzismus, nachdem ihr nun diesen Film gesehen habt? Schreibt es doch in unsere Kommentare und abonniert bei Gelegenheit gleich mal unseren Kanal.